Wer spontan zu einer Halloween-Party eingeladen ist, dem zeige ich heute mit einfachen Mitteln, die jeder zu Hause hat, wie er das perfekte Styling umsetzen kann. Für die Wunde habe ich mir eine haushaltsübliche Gelatine mit Make-up vorbereitet. Es kann 5 bis 10 Minuten dauern, bis die Gelatine richtig trocken ist. Anschließend die tiefen Zwischenräume mit einem schwarzen Kajal dunkel einschminken. Für einen Kunstbluteffekt kann man problemlos roten Lipgloss verwenden. Diesen kann man mit dem Finger einfach auftupfen.